Jetzt haben wir die zweite Person mit dem Karl-Wacker-Preis geehrt. Und wir haben noch eine dritte Person, die geehrt werden soll. Der Laudator kann leider nicht kommen, Herr Rudolf Gast aus Bayern. Er wird nicht persönlich hier sein, aber wir werden nochmal ein Video einspielen und er wird die Laudatio praktisch per Video zeigen. Es dauert noch ein bisschen mit der Technik. Hallo und grüß Gott, liebe Freunde, lieber Präsident Helmut Vogel, Michael Wohlfahrt, Marietta Schumacher und die anderen im Präsidium und auch Käthe George mit Mann, vielleicht ist auch dabei Gerlinde Gertens und ihr Mann, wen haben wir noch, wer könnte noch dabei sein, Willi Huck und so weiter. Ich bedauere, dass ich selbst persönlich nicht dabei sein kann. Ich bin leider sehr krank und die weite Entfernung kann ich nicht mitmachen. Aber beim nächsten Mal bei den Deutschen Kulturtagen in Potsdam werde ich dabei sein, auf jeden Fall. Heute bei der Jubiläumsfeier steht im Mittelpunkt eine Person, die besonders geehrt werden soll. Das ist Hans-Wolfgang Kleefeld aus Nürnberg, aus Bayern. Und ich habe die Aufgabe, die Laudatio zu halten. Auswendig schaffe ich das nicht. Obwohl wir schon über 50 Jahre befreundet sind miteinander. Und ich habe ihn dann gebeten, schick mir mal deinen Lebenslauf und deine Tätigkeiten. Das habe ich bekommen und dann habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was für eine lange Liste das ist. Da muss ich dann einige Punkte herauspicken. Hans-Wolfgang Kleefeld ist geboren im September 1939, also es war kurz in der Zeit des Ausbruchs des Weltkrieges, Zweiten Weltkrieges, in Wien geboren und nach dem Krieg sind seine Eltern, also er, seine Eltern und sein Bruder nach Bayern gezogen. 1945 bis 1949 besuchte Hans Wolfgang die Gürtelsenschule in Bamberg. Seine Eltern sind dann nach Nürnberg gezogen und in Nürnberg besuchte er die Gürtelsenschule bis 1954. Dann wurde er dort entlassen und suchte einen Beruf. Früher gab es nicht viel Auswahl für gehörlose Menschen. Und er wurde dann Stahlgraveur, da hat er eine Ausbildung mitgemacht und die Prüfung bestanden. Jetzt muss ich mal eben schauen, ob meine Liste. Von 1960 bis 1972 war er in verschiedenen Firmen tätig als Graveur. Irgendwann hat er aber dann die Nase voll gehabt mit seinem Beruf und hat sich gedacht, ich mache was anderes, ich möchte im gehörlosen Bereich arbeiten. Und mich für die Gebärdensprache einsetzen und er hat sich dann gemeldet beim Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte in Nürnberg und wollte dort Erzieher werden. Die haben gestaunt, der erste Gehörlose in Deutschland, wie Dr. Feuchte damals das schon gesagt hat, aber er musste sich auch einer Prüfung unterziehen, 78 bis 79, hat er dann die Prüfung in Rommelsberg gemacht und bestanden. Beim BBB ist er von 1972 bis
2004 weiter treu geblieben, bis zu seinem Ruhestand. Das war so sein Lebensabschnitt. 1960 hat er seine Frau kennengelernt, hat geheiratet. Wir haben drei Kinder bekommen, drei Söhne. Leider ist seine Frau Helene Meyer sehr früh verstorben, 84 seiner Zeit. Und er ist aber seitdem Witwer geblieben. Jetzt muss ich wieder nachschauen. Wollte er gerne ein Ehrenamt übernehmen. Hatte Lust darauf und ist zum Würdenverein Nürnberg gegangen und hat dort das Amt des Schriftführers übernommen. Hat erstmal klein angefangen, Erfahrungen gesammelt, dann wurde er zweiter Vorsitzender, hat weitere Erfahrungen gesammelt. 1991 wurde er dann erster Vorsitzender. Bis 2016. Also insgesamt 45 Jahre, eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Da kann man nur sagen, große Anerkennung. Er hat 1984 den Kraftfahrerverein gegründet in Nürnberg und wurde gleich Vorsitzender dort. Bis heute ist er auch dort treu geblieben als Vorsitzender. Es macht ihm Spaß mit dem Ehrenamt unter den Görlosen Menschen. 1969 war ein besonderes Jahr für ihn. Er wurde in den Bezirksverband der Gehörlosen Mittelfranken gewählt. Dazu muss man wissen, Bayern hat 7 Bezirke und einer davon ist Mittelfranken. Da ist er beigetreten, wurde Schriftführer, zweite Vorsitzende und dann 1900, Moment, jetzt muss ich wieder nachschauen. 1991 wurde er zum ersten Vorsitzenden gewählt. Bis 2016 ist er das auch geblieben. 25 Jahre, auch eine sehr lange Zeit. Seine besondere Leistung als Bezirksvorsitzender war, dass er mit dem Bezirk Mittelfranken, das ist so quasi ein halbes Regierungsorgan, kann man sagen, hat er gekämpft um einen Sozialdienst für gehörlose Menschen in Mittelfranken. Das wurde dann bewilligt. Der Sozialdienst war dem Gehörlosenzentrum mit angegliedert. Und er hat also einen sehr schönen Erfolg gehabt. Der zweite Kampf war, Dolmetschervermittlungsstelle in Mittelfranken einzusetzen. Der Bezirk Mittelfranken hat alle Kosten übernommen. Also Personalkosten, Miete und so weiter. Und auch extra noch 16.000 Euro, die eingesetzt werden konnten für Dolmetsch-Einsätze, wo es keinen Kostenträger gab. Das war auch eine besondere Leistung von ihm. Vorher hat er das Bedürfnis gehabt, auch Gewerbekurse zu machen. 1983 hat er angefangen, Gewerbekurse zu leiten, in EBE natürlich, besser als nichts damals. In Nürnberg hat er dann seine Kolleginnen und Kollegen vom BBB selber unterrichtet, in Gebärdensprache. Die konnten keine Gebärdensprache, hatten aber mit Gehörlosen zusammengearbeitet, aber die Kommunikation klappt überhaupt nicht. Und deswegen war es gut, dass ein Gehörloser dort die Gebärdensprache erstmal den anderen Kollegen beibringen konnte. Dann beim LMU, Ludwig-Maximilian-Universität, dort hat er in München 2004 einen Lehrauftrag erhalten, auch in LBE, Laufbahnbegleitende Gebärden,
für die Menschen, die später Lehrer werden wollten, da hat er eben auch Gebärdensprache unterrichtet. Also 1992 bis 2000 war er Mitglied der Prüfungskommission oder Präsident der Prüfungskommission für Gebärdensprachlehrer. Also man sieht, Klefeld war überall dabei. Und 1996 hat er schon das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten, den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Damit ist er schon geehrt worden. Vom Deutschen Bürgerinnenbund hat er vorher schon das Silberabzeichen erhalten, später das Goldene Abzeichen. Und vom Landesverband der Gürtels in Bayern wurde er 2008 beim Landestreffen in Nürnberg mit der Ehrenplakette ausgezeichnet. Und er hat keine finanziellen Verdienste dadurch gehabt. Wir sind sehr, sehr lange befreundet, über 50 Jahre, ein treuer Kamerad, loyal. Er arbeitet im Bezirksverband, im Landesverband mit. Und deswegen finde ich es richtig, auch von uns, vom Gürtelverband in München, in Bayern, dass er die Kavaka-Auszeichnung erhält. Herzliche Glückwünsche, lieber Hans Wolfram, alles Gute. Ich möchte jetzt noch etwas zusätzliches beitragen. Ich bin dem Deutschen Gehörsenbund wirklich sehr verbunden. Ich war bei Tagungen sehr oft dabei, fand es immer sehr schön, Menschen kennenzulernen dort, auch die Vorsitzenden. Und ich möchte jetzt von meiner ersten Begegnung erzählen mit dem Deutschen Gehörsenbund. Das war im Jahr 1967, und zwar in Schleswig, in Schleswig-Holstein. Mein Landesverband hat mich dorthin delegiert. Ich war zu der Zeit Schatzmeister in unserem Verband und 26 Jahre alt. Naja, dachte ich, ich bin ein bisschen unerfahren, oder sieht das aus heutiger Sicht, da war ich noch unerfahren. Und mein Vorsitzender, der war ziemlich schlau, glaube ich, der hat mich dorthin geschickt mit einer bestimmten Absicht, glaube ich. Und zwar war es in Bayern so, dass es ein Problem gab mit einem katholischen, mit einem katholischen Pfarrer in Niederbayern. Das war kurz vorausgeschickt. Dieser katholische Verband hatte schon 1966 beim Deutschen Gehörlosenbund um Mitgliedschaft angefragt. Der Bundesverband. Aber der Landesverband, der hat das blockiert. Der Landesverband der Gehörlosen. Und es wurde vom Deutschen Gehörlosenbund auch so akzeptiert, naja, wenn der Landesverband dem nicht zustimmt, dann kann auch der katholische Verband nicht eintreten. Ich bin dann nach Schleswig geschickt worden und habe damals zum ersten Mal auch den Präsidenten Kühne kennengelernt, Siegmann und Herrn Rummel, Entschuldigung, Elmers und Potthoff und wie sie da alle im Präsidium waren. Und es gab da diesen Antrag eben vom katholischen Verband in Bayern und ich habe dann vorgesprungen, gesagt, ich muss da mal drüber reden. Ich habe dann erzählt, dass dieser Pater eben Abwerbungen betreibt in Niederbayern. Und in Bayern sei man darüber empört. Also er wird Mitglieder ab für seinen katholischen Verband, Straubing, Deckendorf und so weiter. Und der Präsident vom damaligen Verband, Heinz,
sagte, er würde da vermitteln wollen. Dann meinte ich, okay, dann gucken wir mal, ob es damit dann gelingt. Und dieser Verband ist dann erstmal im DGB aufgenommen worden. Also was viele nicht wissen, ich bin selbst gar nicht katholisch, sondern evangelisch. Also durch meine Dedikation war ich quasi auch ein guter Vermittler. Und ich muss sagen, schon da gab es Ruhe. Es gab keinen Streit mehr in Bayern zu den Themen. Es ist Ruhe eingekehrt und ich kann sagen, ich war auch stolz darauf. Und das wollte ich nochmal zur Geschichte erzählen. Und bitte erzählt auch meine Geschichte weiter. Jetzt gibt es noch einen Beitrag zum 90. Geburtstag des Deutschen Katholizismus. Zum 90. Geburtstag des Deutschen Katholizismus. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass die 90 Jahre geschafft sind. Aber was ist vor 5 Jahren passiert? Darauf möchte ich nochmal zurückblicken. Kein Mensch hat vor 5 Jahren geglaubt, dass der Gehörlosenbund überleben würde. Es war ein finanzielles Fiasko und es war, der Gehörlosenbund stand am Rande der Insolvenz. Aber durch Mut und Kraft, durch den mutigen Mann, der den Vogel hat, es geschafft, weiterzuschenken. Auch ein Meier übrigens. Marietta Schumacher und andere in den Reihen des Deutschen Gehörlosenbundes im Präsidium haben diesen Verband nicht im Stich gelassen, sondern ihn gepackt und eine große Rettungsaktion gestartet. Und es sind über 200.000 Euro dabei. Es gab über 200.000 Euro Schulden und durch die Spendenaktion sind wirklich so viel Geld zusammengekommen, dass alle und alle 16 Landesverbände haben sich daran beteiligt. Also auch ich persönlich mit meiner Frau habe gespendet, weil wir der Ansicht waren, der Deutsche Gehörlosenbund muss gerettet werden. Es ist der einzige Verband der Gehörlosen in Deutschland. Und der einzige Bundesverband und wir haben es geschafft. Wir sind schuldenfrei. Und jetzt können wir in Ruhe feiern, denke ich. Vielen Dank an Helmut Vogel und sein Team. Sehr schade, dass ich heute nicht mitfeiern kann. Aber wir trinken zusammen, würde ich sagen. Prost. Mit Apfelsaft von meiner Seite. Prost auf den Deutschen Gehörlosenbund und ein dreimaliges Hoch, liebe der Deutsche Gehörlosenbund. Tschüss und Servus. Thank you.
Ja, wir haben eine kleine Disco-Beleuchtung. Wir haben schon Bescheid gegeben, dass das Licht sich nochmal ändert, dass wir hier oben auf der Bühne mehr Licht haben. Aber darauf warten wir. Also nochmal ein großes Glückwunsch an die drei, die die Karl-Wacker-Plakette erhalten haben, für ihren Zeitaufwand, für das, was sie für uns alle getan haben. Und ich denke, das reicht auch nicht aus, nur diejenigen zu ehren, die etwas tun, sondern es wäre toll, wenn jeder mitmachen würde, so wie auch Vorständler arbeiten und sich engagieren, dass wir auch in den Vorstandsreden immer wieder Wechsel haben, dass nicht nur einzelne Personen die harte Arbeit übernehmen. Also ich kenne die Vorstandsarbeit und kann sagen, da ist wirklich viel zu tun. Und ich glaube, da gibt es auch viele Kompetenzen und man sieht dann, man kann dann auch Preise bekommen.